Mutant Year Zero Road to Eden. Die Straße endet genau hier auf einem roten Teppich. Wir sind an Eden angekommen, dem unterirdischen Bunker der Vorväter. Und er hat sich für uns geöffnet, denn wir sind Mutanten. Zumindest nehmen wir das an. Scheinbar sind wir also daheim, zu Hause. Vielleicht kommen wir hierher, vielleicht wurden wir hier gezüchtet. Wir werden es herausfinden in dieser Folge. Ich gehe dann mal hinein. Ja, letzte Folge war ein epischer Endkampf gegen Plutonia und ihre komischen Sektenidioten. Das war ganz schön krass. Ich hab's nur knapp überlebt. Jetzt haben wir uns aber das Erkunden des Bunkers hier aber mal heftigst verdient. Pharaoh war schon mal hier. I've seen this star before. All those crashed flying machines. The stories are true. They came from Eden. Ja, klar doch. Alles kommt aus Eden. Ja, Mimir, also diese Corporation oder was auch immer das hier ist, die scheinen nicht nur diese ganzen Roboter zu bauen, sondern eben auch was mit der Zucht von Mutanten zu tun zu haben. So richtig viel lebende Menschen trifft man hier jetzt nicht mehr an. Also wer gehofft hatte, dass jetzt hier überall noch Wissenschaftler rumlaufen und das noch so... Keine Ahnung. Was für ein Medpack? Das da? Also sie war schon mal hier und sie dachte, sie glaubt sich zu erinnern sozusagen, dass da ein Medipack lag. So verstehe ich das jetzt mal. Ich finde es ja sehr nett vom Spiel, dass es wahrscheinlich, weil das da dieser Endkampf war oder so, dass er Bormin nicht hat, dass das Spiel Bormin hat nicht hat sterben lassen. Weil eigentlich ist er am Ende des letzten Kampfes ja in der letzten Runde noch gestorben. Projekt abgebrochen. Nach dem Evakuierungsbefehl wurde die Vernichtung aller Forschungen einschließlich der gesunden biologischen Subjekte angeordnet. Dies hat einige von uns verärgert. Zum einen aus ethischen Gründen, zum anderen wegen des Verlusts aller unserer Forschungsergebnisse. Ingmar hat die Nachricht besonders hart getroffen. Er hat sich mit den Subjekten in der Geburtskammer eingeschlossen und weigert sich, die Tür zu öffnen. Okay. Dieser Dr. Ingmar, der von dem wir schon öfter mal gelesen haben, scheint nicht gewollt zu haben, dass die Mutanten, nehme ich jetzt mal an, dass es um die geht, also um solche Lebewesen wie uns, dass die einfach vernichtet werden, als das Projekt beendet werden sollte. Oh ja, wie toll, ein sinnvoller Schlafraum ohne irgendwas zu finden darin. So sehr das natürlich einfach nur realistisch ist, dass nicht in jedem Raum immer was Geiles rumliegt, ist das doch in dem Spiel immer so ein bisschen unbefriedigend. Was haben wir hier? Was haben wir hier? So eine Art Kommandobrücke. Mit blinkendem Bildschirm. Woher kommt eigentlich die ganze Energie für den Kram hier? Das läuft ja alles noch. Militärischer Rückruf. Das Oberkommando ist angesichts des Verlusts von Orbital Z1 in blanker Panik. Alle militarisierten Bots und Waffensysteme werden zur Einheit Theta verlegt. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Es besteht nicht der leiseste Zweifel. Wir befinden uns im Krieg. Ich kann nur hoffen, dass es schnell geht. Egal wer gewinnt. Ja, scheint recht schnell gegangen zu sein. Also von der Welt ist nicht mehr viel übrig, sagen wir es mal so. Zumindest von Schweden. Vielleicht... Ich gehe ja bei solchen... Was ist das? Ein riesen Raketensilo da hinten oder sowas, ne? Krass. Ich gehe ja bei solchen, auch so Zombie-Apokalypsen und so, immer davon aus, dass das nur in dem Land so ist. Oder stell mir vor, wie es wäre, wenn jetzt nur Amerika bei The Walking Dead wirklich getroffen wäre von der Zombie-Apokalypse. Und im Rest der Welt ist alles ganz normal. Und die machen praktisch Reality-Shows da draus. Und irgendwann fliegen so über Amerika überall Drohnen rum, die das alles live übertragen, was die sich dafür Überlebenskämpfe liefern, die Leute. Weil man sich dann sagt, so in diesem Fall ist jetzt hier Schweden, ja, der Rest der Welt guckt sich das vielleicht an und denkt sich, naja, gut, aber dann lasst die Schweden doch da jetzt mit Norwegen Krieg führen. Dann sind sie halt beide weg. Ist das wirklich so schlimm? Die sind echt ganz schön riesig, die Dinger. Waren die schon immer so groß? Die da so rumgeflogen sind, die waren doch kleiner, oder? Also,
diese Art, die ist ja auch draußen in der einen Stadt rumgeflogen, die hier auf dem Weg hierher war. Look at this place. Either the rot finally got to our heads or we're standing in the actual Eden. Frickin' Eden, people. The Elder tried to keep us away from this place, but the truth shall set you free, old man. Okay, ja, der ist leider nicht hier, sonst... Mal gucken, ob er es uns glaubt, wenn wir ihm nur davon erzählen. Oder habt ihr einen Fotoapparat dabei? Friedensgespräche gescheitert. Als wären die Zeiten nicht schon angespannt und schrecklich genug, erreichen uns nun Gerüchte, wonach die Friedensgespräche für gescheitert erklärt wurden. Gleichsam als Bestätigung hat das Oberkommando Elysium für feindselig erklärt und die, falls erforderlich, gewaltsame Entfernung sämtlicher Elysium-Diplomaten aus der Anlage angeordnet. Das ist für uns alle ein trauriger Tag. Okay, kann ich jetzt auch nicht so richtig was daraus entnehmen, weil ich das, den Begriff Elysium in diesem Zusammenhang hier noch nie gehört habe. Das kann nicht wahr sein. Ich bin nicht sehen. Es sieht aus wie draußen, aber es ist drinnen. Ja, könnte irgendwie so ein Indoor-Garten sein oder sowas. Eine Parkanlage. This is freaking me out. We are deep underground, right? Because this looks a lot like a tree. Ja, und ein Greifarm und noch ein Greifarm und noch mehr Greifarme. Und hier liegen Spielzeuge rum. Ist das hier unser... Hier sind wir hier einfach aufgewachsen. Oder? Das ist hier einfach unsere... Unser Kinderzimmer, so quasi. Wir konnten hier spielen und haben hier in der Schule gelernt und so. Das ist ja einfach unser... Hier kommen wir her. Kindheit. Oh. Check out this picture. That is one ugly monster. Wait a second. That's Bormann. Tja, was für ein ekelhaftes Monster. Schade, dass sie jetzt die anderen hier nicht auch als Zeichnung haben. Ich hätte gerne von jedem der fünf eine nette Kinderzeichnung gesehen. Okay, das war das Klassenraum, das war eben der Schlafraum. Was geht hier ab? Oh, hier sind so irgendwie hier Untersuchungskästen oder vielleicht auch Brutkästen oder sowas. Was gibt's hier noch? Notiz, Knochendichte bricht, Woche 12. Rückbildung von in Skelettmasse gegenüber in Gewebemasse, Gesamtgewicht ist gleich Gesamt... Nee, Gewebemasse, Gesamtgewicht minus Skelettmasse, also der Rest sozusagen. Bei Sperlingsvögeln, N96, schwarze Quadrate, durchgezogene Linien, Nagetieren und Fledermäusen. Rohdaten sind im elektronischen Zusatzmaterial enthalten. Zur Masse der Säugetierskelette wurden 15% addiert, da Knochen von Säugetieren nicht hohl sind, sondern Knochenmark enthalten. Die Rückbildungsquote weicht nicht nennenswert ab. Der Vergleich der Skelettmasse mittels Kovarianzanalyse hat gezeigt, dass die Skelettmasse von Vögeln und Nagetieren nicht unterscheidbar ist. Okay. Danke für die Information. Gut, dass ich das jetzt weiß. Alles andere hätte mich jetzt auch sehr traurig gemacht. Check this out. I think this is a corpse of an actual mutant. Never seen a dead mutant before. Schöner Gedanke. Well, proves we can die. That's a happy thought. That's a happy thought. Mhm. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Gut, dann wieder raus. Was ist hier im nächsten Raum los? Haben sie aber sehr viel Level gebaut dafür, dass hier nur in jedem Raum eine Notiz liegt. Die Daten haben eine maximale Wahrscheinlichkeit von 0,20 PNG bei zwei Haplotypen ergeben, A und C einerseits und Y1 und Y2 andererseits. Untersucht man alle vier Haplotypen, beträgt die Wahrscheinlichkeit 0%. Was denn für eine Wahrscheinlichkeit? Bla bla bla. Gibt es da auch noch irgendeine interessante Information? Nein, das ist irgendwelches Geschwafel. Ich weiß nicht so genau, warum sie mir das alles sagen. Also irgendwelche Genanalysen, irgendwelche medizinischen Untersuchungen der Knochendichte, der DNA-Stabilität. Ja, hier wurden halt an Mutanten geforscht. Ich verstehe es.
Das verstehe ich. Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob das, was sie hier reinschreiben, in irgendeiner Form wissenschaftlich nicht kompletter Quatsch ist, sondern tatsächlich irgendwas aussagt. Da müsste ich jetzt mal meine liebe Freundin fragen, weil die ist ja Biochemikerin. Die könnten mir wenigstens ein bisschen was über Genetik erzählen, ob das hier, ob da irgendwelche Aussagen davon nicht kompletter Quatsch sind. So. Ja, toll. Was für ein großer Raum ohne Hinweise. Gibt's hier noch was? Look at the shiny screens. Bet those screens can shed some light on what's going on around here. Finally. Hoffentlich. Gab ja nicht in jedem Raum blinkende Bildschirme. The words Mutant Project blink on and off in big red letters. The screen turns black, then explodes with a flurry of flashing images, faster than we can take in. I catch glimpses of mutants in test tubes, animals in cages, strands of code, something called DNA. The screen freezes on one final image. An employee profile. A scientist of the Mutant Project. It says his name is Ingmar Edison. Ja, der Älteste. His face. When we see his face, those eyes staring back at us, we couldn't believe it. It was him. The profile says his status was revoked after stealing mutant experiments from the lab. Memories come flooding back. We were the experiments. They raised us in tubes and played games with our DNA. Made us freaks. The Elder was part of this. Happy endings died with the ancients. Why didn't he tell us? Who is he? The room spins. The truth comes flooding back into my brain. Everything I know is a lie. I lose my balance. As the room turns black, a voice crackles onto the radio. Ghost-like, ethereal, like the ancients calling down from space. Come on, Center Sweden. Come in, come on, Center Sweden. I repeat, come on, Center Sweden. Come on, Center Sweden. Ja, das war das wohl. Gut, der große Twist am Ende war dann eher so ein bisschen, ja, vorhersehbar. Ich glaube, ich erzähle euch seit 10 Folgen, dass der Älteste wahrscheinlich dieser Dr. Ingmar Edison ist. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Trotzdem eine schön zu Ende gebrachte Storyline. Also ist ja jetzt nicht schlimm, dass es eigentlich mega überrascht, wenn es trotzdem rund ist. Also ich meine, es gibt genug Filme, Spiele und so weiter, die einen nicht wahnsinnig überraschen am Ende, die aber einfach eine schöne, runde Geschichte erzählen. In dem Fall hier, wir haben halt unsere Vergangenheit aufgedeckt, wir haben herausgefunden, dass wir Experimente von dieser Mimir-Initiative sind, was genau das ist, wer die sind, wie die zusammenhängen mit irgendwelchen Kriegsparteien, wie die sich da einfügen in diese Geschichte mit dem großen Krieg und mit der Seuche und diesem und jenem. Das wissen wir jetzt immer noch nicht. Da gibt es also noch genug Dinge zu ermitteln für einen möglichen zweiten Teil oder ein DLC oder ein Add-on. Würde ich alles tatsächlich gerne spielen. Also wenn jetzt irgendwie in 2-3 Monaten ein DLC rauskommt für das Spiel, dann glaube ich schon, dass ich mir den angucken werde. Denn ich hatte herausragend viel Spaß. Das mag letzte Folge vielleicht nicht so geklungen haben, aber auch dieser Kampf, dieser enorme, gewaltige Finalkampf gegen Plutonia und die Sekte war trotzdem spannend und hat Spaß gemacht. Also musste halt taktieren, genau überlegen, was ich mache, und dann hat ja Gott sei Dank das Spiel auch ein bisschen ein Einsehen gehabt und wollte nicht für die finale Endsequenz jetzt hier Bormin umbringen. Das kann ich mir sowieso ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, wie das dann funktioniert, wenn man sagen wir mal, Bormin verliert irgendwie in der Mitte des Spiels und hier in der Endsequenz kommt er ja vor. Also wie wird das denn erklärt? Oder haben sie tatsächlich
waren sie tatsächlich so irre, dass sie 5 verschiedene Endsequenzen gebaut haben, je nachdem, wer noch da ist. Kann ich mir irgendwie bei so einem kleinen Spiel, vergleichsweise kleinen Spiel, nicht vorstellen. Man sieht natürlich jetzt hier, es sind doch ein paar mehr Leute dabei gewesen. Das sind jetzt hier die ganzen Leute von irgendwelchen, vom Publisher, von Funcom, aber auch von irgendwelchen externen QA-Testern, also Quality Assurance-Testern. Das Team selbst bestand aus gar nicht so vielen Leuten. Es waren nur ungefähr 15 Leute oder so. Aber die haben das toll gemacht. Also ich meine, das war jetzt ein schönes Erlebnis, so 15 bis 20 Stunden. Ich glaube, so 20 Stunden werden es jetzt knapp insgesamt gewesen sein. Dann hat man das ganze Ding durch und es macht fast die komplette Zeit echt Spaß. Ich habe ja noch nicht mal ganz jetzt jede Gegnergruppe geklärt. Ich war noch nicht, habe wahrscheinlich nicht alle Geheimnisse gefunden. Es gab garantiert noch 3, 4, 5 Artefakte, die man hätte finden können oder sogar noch mehr. Also da war sicherlich noch ein bisschen was offen. Also ich denke mal so 22, 23, 24 Stunden wird man da schon mit zu tun haben. Und für den Preis, ich glaube, ich habe ja jetzt 30 Euro bezahlt gehabt oder so. Weiß ich gar nicht mehr genau. Oder 25 oder 30 Euro. Das ist absolut fair. Also von mir eine ganz klare Empfehlung. Holt euch Mutant Year Zero, wenn ihr Bock auf so eine XCOM-artigen Spiele habt, weil das ist seit XCOM 2 das beste Spiel dieser Art, das ich gespielt habe. XCOM 2 ist natürlich noch ein bisschen größer, ein bisschen vielseitiger, hat noch mehr Spielmechaniken, noch mehr Funktionen. Hat ja noch diese ganze Meta-Ebene mit der Basisaufrüstung und so. Das fehlt in Anführungsstrichen hier so ein bisschen, aber wie ich ja schon früher im Let's Play festgestellt habe, hier fehlt das gar nicht so sehr. Es ist halt sehr fokussiert, das ganze Spiel, auf wenige Kernspielmechaniken und die funktionieren aber sehr gut. Also von vorne bis hinten. Das Deckungssystem macht Spaß, die Trefferwahrscheinlichkeiten sind logischer und besser als bei XCOM tatsächlich. Die Waffen, das ganze Inventarzeug, das ist größtenteils auch eigentlich echt ziemlich cool. Es macht echt Spaß, auch mal zu gucken, sich das anzugucken, wenn man eine neue Waffe hat. Die sind auch tatsächlich teilweise wirklich deutlich cooler und besser. Also Loot, echt cool. Klar, da kann man an ganz vielen Stellen, ich lese mir gerade den Text hier durch, we'd love to meet a pig-faced person, steht da noch. Ja, okay. Ist alles sehr unlikely. It's not based on anything. wo war ich gerade? Ach ja, klar, es gibt Dinge zu verbessern. Also, dass man zum Beispiel nur 3 Leute einsetzen kann, fand ich ein bisschen wenig. Also da hat man einfach wenig strategische Möglichkeiten. Ich hätte lieber 4 Leute in der Gruppe gehabt, ehrlich gesagt. Das können sie aber in einem zweiten Teil gerne noch verbessern. Also das ist einfach zu klein geschrumpft. Also das Spiel hätte da tatsächlich mehr taktische Möglichkeiten hergegeben, wenn man einfach 4 Leute in der Gruppe gehabt hätte. 5 hätten es gar nicht sein müssen. Aber 4 wäre einfach nochmal ein bisschen angenehmer gewesen, das ganze Spielen, und ein bisschen spannender. Bisschen mehr Abwechslung, es war doch jetzt alles sehr so Waldgebiete, alles sehr waldig, bisschen mehr Berge, Wüsten, keine Ahnung, es hätte auch noch mehr Dungeons geben können, verschiedene Arten, es gab jetzt ja insgesamt nur 2 Bunkeranlagen, die ja quasi als Dungeons dienten, also da hätte man einfach insgesamt noch ein bisschen mehr machen können. Ja, aber Das ist Nörgeln auf echt hohem Niveau, erstaunlich für ein Spiel, was jetzt nicht ein Riesenbudget hatte und nicht irgendwie eine große Serie ist oder so. Also echt klasse. Daumen hoch für Mutant Year Zero. Road to Eden. Gerne nehme ich Teil 2 oder entsprechende Add-ons. Also, liebe Entwickler, wenn ihr zuschaut, haut rein. Ich will mehr davon sehen. Ich hoffe, das hat sich halbwegs verkauft. Alles andere wäre schade, weil es hat es verdient. Also es hat es wirklich verdient. Mehr als viele große Publisher-Vollpreisspiele das in letzter Zeit haben. Looking at You, Anthem. Ja, ist natürlich eine ganz andere Art Spiel. Kann man nicht direkt vergleichen, aber dann doch lieber 2-mal Mutant Year Zero kaufen als 1-mal Anthem, weil hier wird man nicht verarscht und hat auch 20 Stunden richtig gute Spielzeit. Gut, Leute, das war es von mir.
Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel gehalten habt, ob ihr das gut findet, wenn ich noch entsprechend irgendwelche Add-ons und so spiele, wenn die dann rauskommen. Dann habe ich da mal so eine kleine Rückmeldung und weiß, ob ich euch damit eine Freude mache, weil spielen werde ich sie so oder so. Und ob ich dann noch auf Aufnahme drücke oder nicht, ist dann fast nebensächlich für mich. Aber wenn ihr es nicht sehen wollt, ne, dann tue ich mir das natürlich nicht an. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Ich muss ja dann auch noch schneiden und so und rendern und hochladen. Das muss natürlich nicht sein, wenn es keiner sehen will. Würde mich aber sehr freuen, weil das hat viel Spaß gemacht. Ihr habt mir gute Tipps gegeben. Es war ein schönes Erlebnis mit euch zusammen, das Spiel durchzuspielen. Und ja, wir sehen uns in entsprechend anderen Let's Plays wieder. Jetzt gerade parallel kann ich euch, glaube ich, nur... was haben wir denn noch so? Ace Combat 7 läuft gerade noch. Das kann ich euch anbieten. Ist natürlich eine ganz andere Art Spiel. Oder alternativ auch das schöne Dawn of Man, ein Aufbaustrategiespiel, wo man Steinzeitbewohner spielt, wenn man es mal aufs Wesentliche reduzieren will. Auch nicht schlecht. Gibt aber sicherlich noch andere Projekte hier. Wir haben, ich glaube, mittlerweile 6 Jahre Videos angehäuft. Da werdet ihr bestimmt was finden, was euch interessiert. XCOM 2 haben wir zum Beispiel auch Let's Played. Also wenn ihr mehr von so einem Spiel hier haben wollt, dann sucht doch einfach mal Spielkinder XCOM 2. Da findet ihr eine Playlist, da sind die Videos alle drin. Ich glaube knapp 50 Folgen oder so. Da gibt's genug zu schauen. Genug geredet. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ich war Dennis, Mutant Year Zero. Ciao.